Weekend Neandertaler Talk. Entdecke das Lebensschild mit Jan und Matthias. Moin aus Hamburg. Hier ist der Jan. Und grüezi aus Basel, der Schweiz. Hier ist Matthias. Heute wollen wir mal über Führungsetagen und Kunden reden. Ja, unbedingt. Oder es ist eigentlich die Frage, geht es nur um zu melken, also quasi einzusacken, oder geht es darum, jemand was Gutes zu tun, zu dienen? Und da ist mir was vor, oh Gott, einem Monat passiert. Mhm. Und zwar war ich bei einem Businessabend und da war der Vorstand von einem Unternehmen hier aus Hamburg. Also die Hamburger werden es kennen, Butnikowski, der Wölke. Es ist so ähnlich wie DM Rossmann, aber besser. Okay. Denn dieses Unternehmen hat einen Ruf, dass die Mitarbeiter dort sehr zufrieden sind, sehr zuvorkommend behandelt werden, obwohl sie die gleichen Gehälter bekommen wie bei den anderen Drogeriemärkten, die nicht hoch sind, die wirklich nicht hoch sind. Ja. Aber es passiert etwas anderes dort, dass Leute sich dort bewerben und sagen, wir wollen hier arbeiten, weil man hier gesehen wird. Mhm. Und das ist etwas, was ausstrahlt aus der Führungsetage, weil, kennen wir ja beide, ne? Der Fisch fängt ihm erst am Kopf an zu stinken. Das wollen ja viele Manager nicht hören. Ja, die geben ja ihren Mitarbeitern immer gerne Coachings, lassen sich aber selber nicht coachen. Das ist meiner Meinung nach ein Problem. Aber der Herr Wilk hat Folgendes gesagt. Und das hat mich dahin gebracht, dass ich da auch einen eigenen Podcast nochmal drüber machen werde. Also vielleicht einen etwas längeren als den jetzt hier. Der hat gesagt, ich sehe uns in der Management-Etage in einer dienenden Position. Wir dienen den unteren quasi Etagen, dass sie ihre Arbeit am besten machen können. Und er sieht Management im Bereich dienen. Und das ist etwas, also mit Demut. Ja. Und er sagt, ich begegne Menschen in den einzelnen Filialen, die dort einfach nur arbeiten, an der Kasse sitzen, die haben viel mehr Ahnung von der einzelnen Filiale und von dem, was sie da tun, als ich. Genau. Und er ist nicht so arrogant und sagt, ich Chef, du nix. Er schreibt übrigens auch handgeschriebene Karten an die Filialen, an die Mitarbeiter. Cool. Ja, an solche, oder geht durch die Filialen und redet mal mit den Menschen. Und er hat festgestellt, dass indem er und seine gesamte Führungsriege ihre Arbeit als dienend für die Mitarbeiter, nicht Human Resource, Mitarbeiter machen und denen alles möglich machen, was überhaupt geht, wie gesagt, ne, ist ein schwieriges Thema hier, weil wenig Lohn und ein sehr, sehr harter Markt. Aber dadurch, dass sie ihren Mitarbeiter dienen, kommen die Mitarbeiter in eine Kraft rein, dass sie die Menschen, die reinkommen, die Kunden, wahrnehmen. Und zwar Folgendes. Mir ist das passiert. Ich bin reingegangen in so ein Butni und ich brauchte so eine Seife, frag mich. Ja, also ich brauchte da so ein Zeug. Und ich wusste nicht, wo ich stand. Und jetzt stand ich da etwas ratlos. Das sah man mir, glaube ich, auch an. Und eine Mitarbeiterin in der Nähe war da und war damit beschäftigt, ein Regal einzuräumen. Und die hatte echt viel Arbeit noch vor sich. Ja. Und die hat mitbekommen, dass ich da stand und gesucht habe und ist aufgestanden und hat gesagt, darf ich Ihnen helfen? Und habe ich gesagt, das und das suche ich. Und dann hat sie Folgendes gemacht. Hat sie gesagt, ja, ich weiß, was Sie suchen. Ich bringe Sie dorthin. Und nicht, hier gehen Sie Gang, zweite links, ja? Sondern genau. Sie hat mich hingebracht. Mhm. Und hat dann gefragt, brauchen Sie noch etwas? Ja. So. Und das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied auch im Bereich Kundenbindung übrigens. Ja. Ja? Weil ich gehe nicht mehr in andere Läden. Ja? Klar gehe ich da rein. Ist doch logisch. Mhm. Ja?
Aber das, was du jetzt gerade auch erzählt hast, ist nämlich auch, oder sobald ein Management oder eine Führungsetage sich dem Dienen verpflichtet, seinen Mitarbeitern, schaut sie, was sind so die Bedürfnisse, oder? Und dann ist man natürlich klar, sie haben Fachkenntnisse da, dann versucht man, die zusammenziehen. Aber dadurch, dass sie gesehen werden und wahrgenommen werden, hat das automatisch die Kopplung, der Mitarbeiter sieht den Kunden. Und dann ist es nicht mehr wichtig, ist es schön eingeräumt, weil das macht sie sowieso den ganzen Tag, sondern dann ist es wichtig, dass der Kunde das findet, was er braucht. Aber man kann auch, das ist noch das Witzige, das ist ja der Verkauf. Der Verkauf lebt ja auch von dem, wenn ich sage, Sie haben ja das und das jetzt genommen, darf ich Ihnen noch was empfehlen? Oder haben Sie gewusst, dass Sie mit diesem Produkt noch das ergänzen können? Oder was auch immer. Bei dem man selbst gar nicht auf die Idee gekommen ist und kann dadurch auch mehr verkaufen. Wir sind jetzt natürlich da im Dienen, aber sie hat dir zugedient und dir auch noch den Fokus erweitert, was noch weitermachen kann oder was noch für Angebote da sind, die man aus seinem Alltagstrott gar nicht mehr sieht. So, und so entsteht der Ruf und die Bildung einer Marke übrigens. Genau. Auch. Ja? Das ist halt genau das. Und ich glaube, wenn wir in Deutschland, wir brauchen Menschen, die für uns arbeiten. Wir haben immer große Probleme, Teambuildingsmaßnahmen zu machen. Und eins habe ich gelernt. Alles, was in der Führungsetage, also von den ich sage das böse Wort nochmal, Kräften. Ja. Ja, ja. Weil bei Budni sind Führungspersönlichkeiten am Werk. Mhm. Alles, was von den Führungskräften vorgelebt wird, geht runter bis in die niedrigste Stufe eines Unternehmens. Und das strahlt auf den Kunden aus. Mhm. Und wenn in Deutschland die Manager oder CEOs das einmal wieder raffen, dann passieren auch nicht solche Sachen, dass du hörst das immer wieder von Kollegen und Kolleginnen, die ganz viel mit CEOs zu tun haben oder Managern zu tun haben, dass sie sich so leer fühlen. Das Privatleben nicht ist, die verdienen zwar ein Heidengeld, aber alles stimmt nicht. Die gehen in Burnout und gehen so. Wenn ich allerdings meine Kraft und mein Wissen und meinen Respekt ins Dienen lege, in eine Demut, und die Demut heißt nicht, ich mache mich klein vor anderen. Nein. Ja, sondern ich nehme dich wahr, Wahrnehmung, erkennen. Ja. Und übrigens spart das, um ganz ehrlich zu sein, vielen Unternehmen, jetzt schneide ich uns beiden wahrscheinlich unsere Arbeits- und Lebenselixier, ne? Aber es erspart eine Menge Trainings und Coachings, das kann ich euch sagen. Ja, gut, aber dann kommen meistens auch noch andere Themen und dann sind wir wieder drin. Also. Aber es ist doch. Ja, es gibt ja schon tolle Unternehmen, die viel dafür sorgen für ihre Unternehmen. Da gibt es Kicker, Massagen, Yoga. Mhm. In den Unternehmen finde ich sehr toll, dass es sowas gibt. Übrigens haben die wenigsten Unternehmen sich bis jetzt Gedanken gemacht, darüber zu sagen, wie unterstütze ich auch meine Mitarbeiter im seelischen Bereich. Ja. Und das heißt zum Beispiel ein Life-Coach. Es gibt ja jetzt die Feel-Good-Manager, die werden ja ganz häufig belächelt. Ich finde es schade, dass es die geben muss. Mhm. Ja, da sind wir im Prinzip, wo stehen wir gerade auch mit der Wirtschaft und bei der Mitarbeiterfreundlichkeit. Ganz genau. Und ich bin zum Beispiel auch einer der Fans davon, wenn die Führungsetage mit der gesamten Belegschaft, so quasi wie, also nicht quasi, die eine Adventure-Ausflug machen, bei dem sie sich wild, also nicht, sondern die auseinandergenommen werden, wird zusammengewürfelt werden und mit der Belegschaft und Management durch den Dreck geht, weil das ist das, was bindet. Und dann redet man Dinge miteinander, erfährt Dinge, bei denen man gar nicht daran gedacht hat. Weil der Manager hat unter Umständen ganz andere Probleme, die er gedenken muss. Aber die hat auch andere Aufgaben. Genau, und die unterste Putzfrau hat das Problem, die Rechnung des Monats zahlen zu können. Genau. Und dann merkt man so, okay, wie kann man da unterstützen, welche Wertigkeit, wie wollen wir die Wertigkeit aufarbeiten oder jetzt eigentlich auch steigen, weil ohne eine saubere Lokale
ist ja auch Saustall. Mit einem Saustall kommt die Leiter nicht rein. Du, und noch einen draufgesetzt, das ist natürlich jetzt eine blanke Theorie und vielleicht ist das auch eine Ausmalung von einem optimalen Zustand. Das kann man mir gerne vorwerfen, dass ich da vielleicht ein Träumer bin. Aber ich bin der Meinung, dass wenn ich Mitarbeiter habe, die von dem Geld leben können, was ich ihnen zahle und keinen Nebenjob annehmen müssen, dass die mehr Energie haben, für mein Unternehmen zu arbeiten, mitzugestalten. Absolut. Und das ist ja etwas, was in den USA gang und gäbe ist, dass die Leute 2-3 Jobs haben und das schwappt ja hier nach Deutschland auch mittlerweile über. Und da ist es wieder auch so ein Gedankengut, dieses Geiz ist geil, finde ich eben nicht. Ich kenne ja Unternehmer, die sagen, ich verdiene so viel Geld mit meinem Unternehmen, weil ich gute Löhne zahle. Auch unter anderem, weil das eine Anerkennung ist. Ja, und wenn du als Führungspersönlichkeit, auch als Selbstständiger durch die Gegend gehen willst, ist es immer, dass du Menschen mit Demut, also Freelancern oder mit wem du auch immer arbeitest, begegnest. Und da kommt ja gar nicht die Idee, Menschen auszubeuten. Nein, das ist ja das Schöne am Ganzen. Wenn du auch in deinem Geschäft der Umwelt zu dienen oder der Menschheit zu dienen reingehst, dann hast du ein ganz anderes Mindset, die du reingehst, weil du eine Lebenssinn, Lebensvision hast, was du der Welt hinterlassen möchtest. Und genau. wenn man da so hineingeht, natürlich gibt es Auswüchse, die manchmal schwer zu begreifen sind. Aber wenn man dann im Business drin ist, merkt man quasi, manchmal muss man gewisse Wege einschreiten, damit man und dann erst ändern, weil man dort einfach drin ist, weil das einfach im Jargon einfach so läuft. Und anstatt dagegen zu kämpfen, mal reinstehen und wenn man drin ist, kann man dann das Ruder in die Hand nehmen. Zum Beispiel, Budni hat Folgendes gesehen, hat gesehen, der Markt ist zu hart für uns, wir kommen da nicht mehr klar, wir wollen aber unsere Tradition leben. Also haben sie sich mit einem anderen Unternehmen zusammengetan, die hatten ein Riesenangebot, es zu verkaufen. Das wollte die Führungsetage nicht, denn sie wollten für ihre Mitarbeiter da sein. Und sie haben eine andere Lösung gefunden, um zu bestehen an dem Markt. Genau. Ja. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Führungsetagen einfach vergessen. Genau. Und das ist so. Führen. Und Führen heißt auch Verantwortung übernehmen. Und zwar, als wenn man in der Führungsetage ist, für die gesamte Belegschaft. Und wenn man Mitarbeiter ist, dann übernimmt man für die Führung, für sein Handeln, für sich selbst. Und natürlich auch Informationsweiterleitung an die Führungsetage. Übrigens übernimmt man auch als Mitarbeiter die Verantwortung für alle, wenn wir mal ehrlich sind. Absolut. Ja, okay. Gut, wir können das Wort zum Sonntag eingehen. Ja? So, okay. Ja. Ja. Abstieg. Ich sag Tschüss aus Hamburg. Ach ja, du hast schon wieder vergessen. Also, meine Leute, meine Freunde, also uns liegt es echt am Herzen, dass ihr in diesen Themen weiterkommt. Deshalb haben wir auch immer eine Produktionsliste gemacht, um auch dort gewisse tiefe Punkte erreichen zu können innerhalb von dieser kurzen Zeit. Ja, in der letzten Zeit ist es ein bisschen länger geworden, sei es drum. Lohnbesserung. Upspeak könnt ihr direkt mit uns Kontakt aufnehmen. In den Shownotes findet ihr die entsprechenden Links. Oder ladet einfach das App herunter und folgt uns auch dort und kommt einfach mit den Mails, die dort hinterlegt sind oder auch einfach die Messengers-Links, die dort drauf sind auf der Shownotes, mit uns in Kontakt. In diesem Sinne, tschüss aus der Schweiz. Tschüss aus Hamburg.